Hallo Leute, heute ist der 1.8.2020. In 29 Tagen habe ich Geburtstag, den 29. Und heute war das Wetter schön, es war Claudia da. Wir haben uns gut unterhalten und gemacht, was wir machen. Und heute war es mit dem Pool nicht möglich, weil mein Vater nicht zu Hause ist. Aber es war trotzdem ganz schön. Wir haben uns gut verstanden und hatten eigentlich viel Spaß. Und ich habe sie aber dann kurz nach 16 Uhr nach Hause geschickt, weil ich sehr müde war. Und habe dann circa eine Stunde geschlafen im Rollstuhl vorm Computer. Da war es dann etwas nach 17 Uhr, als ich wach geworden bin. Jetzt ist es 20:03 Uhr. Also bis jetzt bin ich wach geblieben. Und jetzt habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir gedacht, ich nehme schnell mein Video auf. Claudia sehe ich jetzt bis 14. August nicht, also 2 Wochen. Und weil sie Urlaub hat, davon hat Sonja eine Woche Urlaub ab nächster Woche, so Ende nächster Woche. Und ja. Es war ein schöner Tag. Es war wieder extrem heiß. Wir waren nur eine Stunde draußen. Und da habe ich die Füße im kalten Wasser gehabt. In so ein, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Schaffel? Nein, so ein Kübel. Und hab die Füße im kalten Wasser gehabt und mich ein bisschen entspannt und mit Claudia getratscht. Und dann habe ich mich entschieden, sie nach Hause zu schicken, weil ich wirklich müde war und habe, wie gesagt, eine Stunde geschlafen. Das hat mir gut getan. Deswegen bin ich heute etwas länger wach. Gestern war es noch länger, aber ja. Heute in der Früh um 9:30 Uhr war die Volkshilfe da. Haare waschen und duschen. Die Haare sind ganz okay gewaschen. Morgen sind wir zum Grillen eingeladen. Auf das freue ich mich schon. Und dann habe ich den restlichen Sonntag für mich. Ich habe das Taschengeld von Papa bekommen und habe eine gewisse Geldsumme zur Seite gelegt, so dass ich jetzt einiges auf der Seite habe für das iPhone. Noch nicht genug, aber ja, am Montag ist die Keynote von Samsung. Da wird das Note vorgestellt. Und dann wird sich entscheiden, ob ich das Note nehme oder das iPhone. Aber ich werde noch bis September warten, weil ich mir das Note sowieso nicht gleich leisten kann. Und die Vertragsverlängerung auch erst im September ist. Und dann sowieso erst die Keynote von Apple. Und ich beide Geräte vergleichen will. Und von daher warte ich noch etwas ab, aber ich bin gespannt auf die Keynote von Samsung. Und ich mag die Note-Geräte gern und vielleicht wird es ja ein Note. Und es kommt ein Note Ultra anscheinend.
1.300 € circa. Das ist doch etwas günstiger als das iPhone in der mittleren Ausstattung und vielleicht nehme ich das. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht. Mir geht's ganz okay, bis recht gut. Ich habe heute ein bisschen Kopfweh und Zahnschmerzen. Mir ist ja vor ein paar Tagen der Zahn abgebrochen, der raus soll. Und jetzt habe ich ein bisschen Zahnschmerzen, aber es geht. Und stimmungsmäßig passt es auch so einigermaßen. Ich bin relativ müde. Aber das bin ich eh immer. Und relativ geschafft vom Tag heute. Auch wenn wir nicht viel gemacht haben. Aber das frühe Aufstehen und so ist doch sehr anstrengend. Und ich bin ja ein Langschläfer und um 9 aufstehen ist dann fast mitten in der Nacht für mich. Und ich weiß, dass viele von euch viel früher aufstehen müssen. Aber ich nutze halt die Tage, die ich lang schlafen kann, wirklich aus, weil ich so müde bin und brauche den Schlaf wirklich. Und ich beschwere mich zwar nicht, dass ich aufstehen muss, wenn die Volkshilfe kommt, aber es wäre mir seltener lieber. Auch wenn ich jeden Tag duschen gehen möchte. Naja, recht viel Neues gibt es wieder nicht. Die Momak hat am 14. ein Treffen. Dann muss ich bis 7. zu oder absagen. Ob ich dorthin komme. Und ich weiß noch nicht, ob meine Mutter Zeit hat oder ob sie mit meinem Vater woanders hingeht. Ich hätte sie gern dabei. Und ja, von dem her weiß ich noch nicht, ob ich zu oder absagen soll. Und ja, mal schauen. Mir ist heute ziemlich heiß, da wenn die Latte läuft, auch wenn ihr das hört. Das ist ja, wenn die Latte das so, weil es extrem warm in meinem Zimmer ist. Und also meine Mutter findet es kühl, aber ich finde es recht warm. Ich muss ihn nur zum Schlafen abschalten. Darf das nicht vergessen. Und werde bald schlafen. Bin schon recht müde. Und das nächste Mal hören wir uns dann morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.